Ich bin der Vladi, ich bin 28 Jahre alt, bin vom Beruf Data Scientist, Hobby Calisthenics. Ich habe vor 3 Jahren so ein bisschen hobbymäßig selbst angefangen, und dann hatte ich, sag ich mal, eine Rücken-OP gehabt. Die hat mich so ein bisschen zurückgeworfen und danach hatte ich einfach Bock nochmal anzufangen, aber vernünftig. Und so kam ich dann auch zu Flex und habe das dann weitergemacht und jetzt ein Jahr ungefähr seit letzten November. Ich weiß gar nicht, wie ich auf ihn gekommen bin tatsächlich. Ich glaube über YouTube oder Instagram, aber auch schon vor 4 Jahren. Und da hatte ich immer schon wieder geplant gehabt, okay, jetzt melde ich mich, jetzt melde ich mich. Und dann hatte ich das mit der OP. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, wo es dann geheilt war, gesagt, okay, jetzt will ich es richtig machen. Und dann gesagt, okay, jetzt brauche ich jemanden, der mir hilft. Und bin so zu Flex gekommen, weil ich eh schon kannte und gefollowt habe. Ich konnte ein paar Klimmzüge, 6, 7, vielleicht so dreimal. Konnte kein Muscle-Up, den habe ich jetzt erst geschafft. Dips ohne Gewicht, vielleicht so 7 Mal, 3 mal 7. So in die Richtung, genau. Also jetzt kein kompletter Neuling in dem Bereich, aber jetzt auch nicht sehr weit gewesen. Genau, also ich bin beim Handstand deutlich weiter. Also Handstand hatte ich davor gar nicht gemacht. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Genau, also Handstand bin ich deutlich weiter, fühle mich deutlich sicherer. Komme auch schon teilweise von der Wand weg für 10 Sekunden. Kann da relativ gerade stehen. Zwar noch nicht ohne Wand, aber trotzdem. Muscle-Up geschafft jetzt in den letzten 2 Monaten, wo wir uns auf den Wettkampf vorbereitet haben. Den ich da jetzt auch freigeschaltet, sage ich mal. Und ja, mit Gewicht-Dips deutlich gesteigert. Also jetzt hatte ich eben 50 Kilo Dips gehabt und ja. Die Herangehensweise, glaube ich, die Trainings auch zu tracken, wie viel man schaffen würde theoretisch und auch einfach auf diese Zyklen, dass man das Gewicht steigert, dann wieder in der Woche ein bisschen entspannter angeht und ja, das Tracken einfach auch. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Definitiv, definitiv. Also es ist immer gut, wenn einer drüber schauen kann. Also wir nehmen ja die Videos auf, wie wir im Fitnessstudio draußen trainieren. Ich glaube, das Feedback zu bekommen, das ist echt wertvoll, weil man sich selbst nicht sieht. Also allein, dass ich mich angefangen habe zu filmen und auch selber anschaue, hat mir schon geholfen. Aber wenn dann noch jemand drüber schaut, der das auch täglich sieht und andere Leute sieht und da Feedback gibt, ist eigentlich ganz cool. Ich glaube, das ist so das, was ich am meisten schätze. Ja.